und willkommen. Ich habe Videos vorgearbeitet bis einschließlich Heiligabend, aber damit danach die Zeit ihr auch noch mal zu gucken habt, dachte ich, drehe ich noch ein paar Folgen nach. Ich mache eine neue Serie. Ich glaube nicht, dass sie allzu lang wird, aber ist ja egal. Inzwischen habt ihr ja den Adventskalender fertig geguckt und da war ja auch ein Block dabei mit Weihnachtspapieren. Und die kleinen Teile habe ich schon ausgeschnitten. Dazu habe ich mir die noch rausgelegt. Davon habe ich ja noch ein paar. Ein paar ist gut. Und die hatte ich auch noch. Ich finde, die passen auch zu Weihnachten. Also die sind einfach schön. Dann habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten von dem Adventskalender von Susi, die ich damit einarbeiten möchte. Tja, und natürlich Papiere vom besagten Block. Und ja, dann mache ich natürlich ein Journal, ne? Dürfte ja klar sein. Und von einem anderen Block, da kommt auch noch Papier dazu. Jetzt habe ich mir von dieser ominösen Pappröhre, die anscheinend ihn entnimmt, naja, jetzt habe ich noch für ein Buch, habe ich noch einen Rest. Hier, das ist ein bisschen höher, nicht ganz so kurz, aber ich denke, das ist okay. Das ist ungefähr DIN A5, das passt. Und ich sehe gerade, das ist schon wieder schief. Ja, und Entschuldigung, das muss ich gerade schneiden, weil sonst wird das ganze Buch schief und das wäre doof. Normal ist mir das wurscht. Also auf einen Millimeter kommt das nicht an. Ja. Ist schon besser. Gut so. Ja, ist immer noch ein Hobel, aber das ist egal. Also ist diese Pappröhre, die langen Seiten, die habe ich abgeschnitten. Ja, die sind ein bisschen länger, weil das war noch von einem anderen dran. Und dann muss ich das ja erstmal beziehen. Ne? So, die Pappe nehmen es ja. Da habe ich dann von meinem Adventskalender Sternchen abgeknibbelt und die Wahnsinnstüte aufgeschnitten. Jetzt sehe ich gerade, da sind zwei Klebestreifen. Die sind natürlich doof. Wenn ich die abschneide, ist es gut. Ne, abruppen kann man die nicht. Ne, da mache ich das Papier kaputt. Da kann ich es auch abschneiden, dann ist gut. Dann machen wir das mal. Machen wir das mal. Das heißt, ich und mein Schneidebrett, wir machen das mal. Ihr dürft dabei zugucken. Oh, jetzt muss ich erst mal gucken, wie weit der geht. Da. Gut. Oh, ein bisschen über, ja, oder 2 Zentimeter, das reicht. Das ist ja länger als das Brett. Naja, gut. Okay, dann ist das länger als das Brett. Da kann ich auch nichts dran ändern. Den Rest schneide ich dann eben von Hand ab, ne? Wird ja wohl auch noch möglich sein. Das muss ja nur in etwa sein. Ist krumm, aber ist okay. Und ja, ich arbeite an mir, dass ich nicht mehr alles so perfekt gerade haben will. Obwohl, das schaffe ich ja eh nicht mehr. Ja, das ist halt so. Jeder hat so seinen Spleen. Und ich immer mit meinem Abschneiden. Aber naja, jedem Tierchen sein Pläsierchen, das ist halt meins. So. Hätte man das auch? So, und hier habe ich ja jetzt einen blöden Klebstreifen, ne, wie das halt so ist. Also drehe ich das nach oben, die Innenseite nach unten. Ich gucke das gerade in der Nase. Da muss irgendwo ein Katzenhaar sein. Ja, jetzt sehe ich gerade, das ist echt mega zu lang. Mega. Das würde auch hier einfach reichen. In der Faltkante.
Oh Gott. Jetzt, nee, da kriege ich schon nichts mehr raus. Ach, ich hasse diese blöden Klebestifte. Wenn da nichts mehr drin ist, wo habe ich jetzt einen Nachschlag liegen? Ja, ich habe einen Nachschlag. Im Ministift. Aber gut, der muss ja auch benutzt werden. Soll ja auch nicht wie ein weißes Kind sein. Na? Und das soll ja auch nur zum. Der ist so zäh. Das soll ja auch nur dafür da sein, dass der ein bisschen anhaftet. Ich mache da noch richtigen Kleber drauf. Ja, Juden, Klebestift ist auch richtiger Kleber, aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Ja, ich weiß, ich wollte ein Gorgeous Album haben. Aber ehrlich, das ist so schön, das Papier. Und noch Hammer Weihnachten. Und ich komme ja sowieso immer erst in Weihnachtsbasteln, wenn Weihnachten rum ist. Genauso mit dem Osterbasteln. Ostern ist in rum und ich könnte Häschen machen ohne Ende. Das ist bei mir ganz komisch, ne? Andere fangen schon im August, September an, spätestens im Oktober für Weihnachten zu basteln. Das ist nicht mein Ding. Wenn Weihnachten da ist, da kann man eigentlich die Uhr nachstellen. Entweder am Tag vor Heiligabend oder ein, zwei Tage später. Da fange ich an und habe die tollsten Ideen, was ich alles machen könnte. Ja, da ist es aber vorbei, ne? Aber meinem Journal ist das ja egal. Das wird ja nicht schlecht. Gut, wenn man sonst was bastelt, das wird doch nicht schlecht. Und trotzdem. Ja, ich hatte ja auch einen hier seine Überraschungspost weggeschickt. Das finde ich so schön. Und da bin ich so gespannt, was die Leute dann sagen. Am liebsten würde ich ja Mäuschen spielen und einfach dabei sitzen, wenn sie auspacken. Ne? Eine Post ist angekommen. Ich war wirklich spät dran. Und andere zwei sind noch unterwegs, ja. Naja, schauen wir mal, was wird. Und selbst wenn ein Tag zwei später wird, dann, mein Gott, da haben sie halt zwischen die Tage. Die Überraschung ist ja die zählt. Hätte man. Und wie gewohnt, die Ecken abschneiden. Oh, der ist knapp. Der ist knapp, der ist wirklich dran. Macht aber auch nichts. Da könnt ihr noch hier Dünst drumherum, ne? Achso, ich soll doch aufmachen. Fahren da lang und damit da kein Klebstoff rauskommt. Ich habe keinen Weihnachtsbaum. Ich habe so einen ganz kleinen künstlichen, der sieht aus wie echt, ne? Damit haben wir schon welche veräppelt und haben damals gesagt, hier muss noch, der muss noch Wasser haben. Willst du gießen? Oh ja, ich mach gerade die Kinder, die lassen sich da so schön veräppeln. Aber den können wir gar nicht mehr aufstellen, weil wir ja Katzen haben. Und gut, Mickey. Der würden wahrscheinlich in Ruhe lassen, wenn ihr dem dreimal gesagt habt. Bis auf die Momente, wo ich aus dem Zimmer bin, ist logisch, ne? Ist halt ein Katz. Aber im Großen und Ganzen wäre okay. Aber der Kleinen, der Gypsy, traue ich ja nicht für 5 Penning, ne? Denn wenn man die am Anfang hatten, die hat alles geklaut. Alles, die hat die geklaut. Boah, das war ganz furchtbar. Ich meine, das hat sich schon mittlerweile ziemlich gegeben. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, die sie mal dann zwischendurch sich mopst, ne? Weil das katzentypisch ist, ein Mini-Restknäuel, Wolle oder so, was ich ihr aber gern wegnehme, denn wenn da ein Fädchen abhebt, die ist so doof und frisst das.
Aber bei dem Christbaum dann ist zwar aus Plastik sind die Kugeln, da sind wir dazu übergegangen, damals wir hatten auch welche, die sind aus Glas. Richtig tolle Teile, ne? Die waren noch nicht billig, aber die würde ich ja bei Katzen nicht dran tun. Ich bin ja nicht Jack. Und jetzt die Plastikkugeln, das wäre auch nicht so schlimm. Aber wenn du nachts im Bett liegst, bist schön am Schlafen und wirst dann von dem Schepper wach, weil wir haben überall Fliesenboden, ne? Du hörst also alles. Und wenn dann die mit so einer Plastikkugel über den Boden rast und bei uns sind ja die Türen alle auf, das heißt, die tonen nur so durch das Haus. Wenn die dann spielen, bringen die auch ohne weiteres was mit ins Schlafzimmer. Und nachts ist halt der bevorzugte Spielplatz das Schlafzimmer. Das ist logisch. Da bringen die jetzt Spielzeug mit rein und dann geht das runter. So ein Stoffmäuschen ist ja noch nett. Das habe ich nur morgens im Pantoffel. Das ist mal ja. Aber dann so eine Plastikkugel. Wisst ihr, was das scheppern kann, ey? Boah, nee, brauche ich nicht. Und dann würden sie da kleine Töpfchen runterschmeißen und da wird alles aussehen wie Schwein und die Lichterkette wäre was weiß ich wo und nee, brauche ich nicht, brauche ich alles nicht. Also haben wir ja gesagt, das lassen wir sein. Wäre zwar schön, aber ich habe auch keine Lust, Moinsen hinzustellen, abends wegzuräumen, ne? Das ist ja auch blöd, der ist zwar nicht, der ist wirklich nicht hoch. Ich weiß nicht, 60 Zentimeter oder so. Hatten wir uns damals halt dafür entschieden, weil ein echter Baum, der macht ja doch unheimlich Dreck und hinterher hast du da Problem, der muss ja auch wieder raus. Und ein echter Baum wird ja auch eine vernünftige Größe und ja, wozu immer Bäume fällen, wenn man sie dann nur ein paar Tage in der Wohnung hat, denn im Endeffekt sind es nur ein paar Tage. Selbst wenn man, kann man ja bis Lichtmessen stehen lassen, aber ich finde das bescheuert. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht, tun wir nicht. So, das hat sich natürlich, was die Welt ist mir ja. Das ist okay. Das macht ja nichts. So, jetzt muss ich hier noch messen, denn ich muss ja hier noch ein Blatt drauf machen. Also brauchen wir 27,5. Das ist nämlich dann ein bisschen kleiner. Mal. Jo, 21 steht. 27,5 mal 21. Ja, der Kleber ist noch auf. Ich brauche ihn ja gleich. 27,5 mal 21. Zuerst machen wir mal eine gerade Kante. So. Ne, muss ich ja so rummessen, ne? Muss ich doch aufschlagen. 27, 5. Das Papierchen tun wir weg, das können wir noch hier brauchen. Mal 21. Das ist nämlich schönes Papier. Und wie gesagt, ich schmeiße nichts weg. Und die ganzen Umschläge kann man ja noch benutzen, ne? So, jetzt schauen wir mal. Denn das sollte ja dann auch passen. Und nicht zu groß und nicht zu klein sein. Das ist ein bisschen lang. Ja, doch, hier, da, der kann noch ein bisschen ab. Ein Müh. Das heißt ein paar Millimeter. Ein Mümmels. Das ist schöner. Das gefällt mich.
Ist doch viel besser, gut. Also, jetzt heißt es Klebstoff drauf. Da hole ich das doch mal weg. Das rubbelt hier sonst. Jetzt war ich gerade mit meinen Gedanken ganz woanders. Es war total woanders. Ich hatte euch mal eben vergessen. Tut mir leid. Und jetzt muss ich mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ja, kommt noch ein bisschen wieder rauf. Jo. Na, da brauchen wir nur lang zu fahren, weil da ja schon eine Kante war. Kann man das ganz leicht dann spüren. So. Und jetzt sehen wir, das blöd war jetzt von mir. So. Jo, ist okay. Da wird nämlich so rum geklappt. Nicht so rum. Und hier fehlt noch was. Da fehlt noch Kleber am Rand. Ich mag es nämlich nicht, wenn das nicht richtig pappt. War einfach so ein Seufzer. Weil das so schön geklappt hat. Das hat wunderbar geklappt. Und jetzt hole ich mir das Papier, was ich habe, für da vorne drauf. Ja, komm, Baby, komm. Ich wollte nämlich schon aufstehen, da bleibe ich sitzen. Da ist es so. Das ist der Block. Ach, der ist so toll. Aus meinem Adventskalender. Schon allein, wenn man da drüber erfährt, man kann hier die Rosen spüren, die Punkte, die Streifen. Ach, das ist so schön. Das ist einer, den man fühlen kann. Ich liebe Papier zu füllen. Und jedes Papier fühlt sich anders an. Was haben wir denn? Wo haben wir denn? War das? Ja doch, das war das. Da habe ich nämlich gedacht, da passt wunderbar zu dem anderen Papier, weil das ja auch Rosenpapier ist, ne? Und das dann für das Cover. Wenn du das hier siehst mit den Röschen, jo, da sind was groß, ne? Da sind echt was groß. Aber guck mal, das passt doch, das passt doch. Das passt da so schön. Das nehme ich. Das auf jeden Fall mal für außen. Denn der eine Papier, da kann ich nicht. Ich kann da keine Seite zukleben. Und das hier für innen.
dachte ich. Das ist so schön auch so mit in Vintage rein und auch mit den feinen Blümchen. Oder? Oder hatte ich da noch. Oh, nee, das nicht. Das ist auch nicht. Ja, das sieht doch gut aus, aber das ist mir zu düster. Die Streifen sowieso nicht. Jo, das sieht aus wie Schneebälle halt, ne? Ne, das ist. Ja, das passt nicht so richtig, finde ich. Auch wenn es schön ist. Ne, ich nehme das eine. Das hier. Das hier. Ja. Und das ist auch schön. Das ist auch nicht so wahnsinnig dick, aber auch nicht zu dünn, ne? Das ist richtig toll, das Papier. So. Stelle ich den mal hier hin. Boah, ich finde das so toll. Gerade die Rosen. Die Rosen, Leute. Die Rosen sehen so schön aus. Das ist einmal von da und einmal von da. Kann man gucken, wie man will. Das ist schön. Das ist toll. So will ich das haben. Und ich mache das ja nur so drauf. Hier kommt nachher was anderes drüber, ne? Da haben wir hier 12, sind also 11,5. Und hier ist 21 sind 20,5. 11,5 mal 20,5, ne? Ja. 11,5 mal 20,5. 11, ne, 11,5 mal 20,5. Gut. 20,5. Die machen wir erstmal. Dann mehr. 20,5. So, statt oder das? Das können die auch nehmen, ne? Ja, komm. Nehmen wir das. Oder? Sollen wir mal gucken, geht das da noch drauf? Nee, das geht mehr drauf, ne? Das ist sowieso so oder so. Ach, ist wurscht. 20,5. Wo bist du? Da bist du. Das hört man, das spürt man, wenn man da drüber fährt. Jetzt kommt hier 11,5. Das für die Rückseite. Und ja, jetzt muss ich das für innen machen. Nehme ich jetzt das hier, das wären 11,5. Oder nehme ich das hier, das wären 11,5. Ich glaube, ich nehme das so, oder? Ja, ich nehme das so. Ich nehme das so. Ah ja, und das gleiche jetzt eigentlich noch für innen. Das gleiche jetzt noch für innen. Da ist eigentlich auch schwierig, oder? Ja, mal so rum, mal so rum. Ist egal. Zwanzig Komma fünf und zweimal 11,5. Na, hier ist rein. Ne, das sieht aus, als wenn Dreckecken da. 11,5. Weil da so ein blöder Druck ist. Das hat eine dunkle Blümchen genau auf der Ecke und das sieht doof aus. Da. Als wäre es schmutzelig. Nummer 11,5.
Und auch das Papier lasse ich liegen. Das kann man ja auch noch benutzen, ne? Jetzt muss ich aber noch die Papierkanten ein bisschen versäubern. Aber jetzt sieht ja doch schon. Jetzt sei denn, ich schätze alle an die Raut. Ja, ey, das wäre doch auch noch eine Möglichkeit. Warum auch nicht? Das ist doch eine Möglichkeit. Ich schraue die alle was an. Ich habe Hundestress. Ich muss mal gerade gucken. Ich habe doch so ein Dingsbums hier drin. Meine ich auf jeden Fall. Ich hätte das Dingens hier drin. Kann auch sein, dass ich das noch unten habe. Ne. Den habe ich unten liegen. Ah ja, Jod. Machen wir so weiter. Hier habe ich auch noch einen Prägestift. Machen wir so weiter, ist egal. Bisschen einrissen, macht nichts. Das färben wir mit ein und dann sieht das shabby aus. Vintage. Ich habe ja echt einen Stich, da habt ihr recht. Also, da will ich unbedingt super, super gerade schneiden. Dabei fällt das keinem Menschen auf, außer mir. Und wenn ich dann aber was einreiße, dann sage ich, das macht nichts. Ey, echt. Dann ist es doch real, wenn was krumm ist. So minimal krumm, dass das außer mir keinem auffällt. Gott, das staubt. Einmal. Das juckt in der Nase. Da auch. Moment, die kommt da nicht richtig, oder? Doch, ist auch. Und, nee, komm, das lassen wir. Das lassen wir, das lassen wir. Da machen wir ein bisschen fein. Jetzt haben wir bestimmt schon wieder eine halbe Stunde rum. Ich weiß es ja nicht. Ja, ja, gut, ich schätze halbe Stunde. Supi. Aber das ist das. Ich mache kaum was außerhalb der Kamera. Meistens mit der Kamera. Und hier so ein kleiner Krempel, der hält doch auf, ne? Ja. So, alles auf meinen Schoß. Und dann alles auf dem Boden. So. Das war außen. Und das war innen. Ja. Doch gut. Hat schon ziemlich angezogen. Das war innen gut. Und das ist außen gut. So. Ich glaube, das mache ich hinten hin und das mache ich vorne hin. Und keine Sorge, das wird trotzdem weihnachtlich. Aber ein Christbaum mit Rosen, ich finde den so toll. Boah, sowas hätte ich auch mal gern. Ohne Katzen. Sonst habe ich meine Rosen gehabt. Aber ich finde den einfach zu schön.
Na gut, ob der in Wirklichkeit noch schön aussieht. Und wenn du Rosenblüten echte nimmst, das geht auch nicht. Na? Die halten ja nicht. Gerade von 12 bis Mittag. Und Plastikrosen, ich weiß nicht. Judith, jetzt welche, die sehen aus wie echt. Keine Frage. Aber es gibt doch sicherlich welche aus Glas, die super genial aussehen. Ja, hier kann man auch nicht mit dem Falzbein drüber. Durch das Glitzer, ne? So. Ich glaube, die sind verschieden breit, die Seiten. Jo, die ist breiter. Ach, ist mal so egal, ist wie es ist. Ist ja ein Junk Journal aus Müll gemacht. Und da sind ja schon zwei Teile Müll. Wenn das dann nicht 100 Pro ist, dann gut, ich hätte messen können, hätte, habe ich aber nicht. Ey. Jetzt aber. Echt. Wie kann ich das denn vergessen? Ich wollte das doch einfärben. Das ist natürlich toll, wenn Klebstoff dran ist, dann noch einzufärben. Ich bin Jod. Deswegen habe ich doch angeranzt. Fiel mir auch nur auf, beim Klebstoff einstreichen, habe ich da auf das andere Papier, auf den Riss geguckt und habe so bei mir gedacht, das muss aber richtig einfärben. Ja, und da fiel mir ein, ne? Ja, dafür habe ich jetzt ganz viel Klebstoff auch an meinen Fingerchen, was mich ja immer so freut. Boah. Ja, ich habe ganz viel Klebstoff und Farbe und ihr dönt überall. Bin schon mal mit dem Schwamm eben unter das Papier gekommen. Ist egal. Ist egal. Sieht doch cool aus, oder? Also finde ich. Ja. Ah, ich habe mir die Tage den Nägel neu lackiert. War ja mal Zeit. Das heißt, ich habe den alten nicht abgemacht. Ich sage es, wie es ist. Ich bin mit dem Goldenen einfach drüber. Und mein Mann meinte, boah, der glänzt ja wie die Hölle. Mir wird ja richtig geblendet. Ich sage hier, ohne Weihnachten. Na, geht das. Ach so. Wenn ich mal zu Bill gucke, da musste ich so an die Goa Wood denken. Die hatten da auch so ein komisches Gerät, da haben die die Hand so hoch gehalten und so komische Druckwellen, dass andere umgefallen sind. Ne? Da hatten die auch so glänzende Nägel. Wer weiß, vielleicht bin ich ein Goa Wood. Und wenn ich quatsche, leuchten meine Augen oder so.
Ja, sowas, da gucke ich ja auch gern. Stargate und Stargate Atlantis. Aber wird ja beides nicht mehr gedreht. Ja, ich muss sagen, es hatte sich auch nachher irgendwie ausgelutscht. Außer bei Atlantis, das hätte ich noch gerne weitergeguckt. Und Stargate Universe, da war ja mit mal Schicht im Schacht, fand ich schade. Echt schade. Hätte ich super gern weitergeguckt, die Serie. Die ersten zwei Folgen dachte ich noch, ne? Ich weiß nicht, aber das war halt nicht wie Stargate sonst. Das war anders. Und als ich mich dann da mal so richtig reingefunden hatte, ja, ab dritter, vierter Folge, da fand ich das super cool sogar. Ich fand das echt gut. Tja, aber das wurde dann auch nicht mehr weitergedreht. Pech gehabt. Für mich war es zu schnell rum. Aber die Ami-Einschaltquoten zählen ja da. Und ist ja nun mal so. So, genau genommen hätte ich das nur mal so einschmieren müssen, die Eck. Weil wenn das aufgeklebt ist, sieht man ja nicht mehr. So, das hier. So, jo, das. Jo, damit das Buch jetzt rundherum auch noch gut aussieht, gehe ich da auch noch was drüber. Gefällt mir nämlich so noch nicht. Von außen auch. Bitte schön. Naja, und mein goldener Nagellack, wenn ich ihn nicht Weihnachten benutze, wann dann, ne? So, fein. Das ist schön. So mag ich das. Doch, ist doch hübsch. Gefällt mir. Gut, dann hätten wir den Grundstock soweit. Schon mal fertig. Und da sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Das ist ja jetzt nur grob, ne? Das andere, da könnt ihr noch alles. Im nächsten Teil, da machen wir das dann für rein, ne? Also, ihr dürft gespannt bleiben. Ja, sind 40 Minuten, ist okay, ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.